Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, überall in Westfalen-Lippe und auch außerhalb. Mein Name ist Jasmin Freigang. Ich bin die Leiterin von Kultur in Westfalen in der Kulturabteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Und ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu diesem Forum bei der 10. Westfälischen Kulturkonferenz. Die Werkschau, die Sie gleich erleben, ist eine von 17 Veranstaltungen, die in dieser Woche stattgefunden haben. Und heute ist der letzte Tag. Und alle zusammen bilden Sie die Westfälische Kulturkonferenz. Wir haben in diesem Jahr das Schwerpunktthema, die Gestaltung öffentlicher Räume. Die Leitfragen sind, wer bestimmt eigentlich darüber, wie öffentliche Räume gestaltet sind und was passiert dann mit ihnen? Und wer sollte eigentlich bestimmen und wie kann das gut gelingen? Sie werden heute aus diesem riesigen Thema einen kleinen Aspekt nur erleben. Der wird heute beleuchtet mit verschiedenen Experten, einer wunderbaren künstlerischen Installation und darauf freue ich mich sehr. Ja, in diesem Jahr kann die Westfälische Kulturkonferenz nur digital stattfinden. Das bedauern wir sehr. Wir alle vermissen das Zusammenkommen und die öffentlichen Räume. Und die Pandemie hat uns gerade noch mal gezeigt, wie wichtig dieses Thema ist und dass wir uns gut um die Gestaltung unserer öffentlichen Räume kümmern sollen und wollen. Ja, und wie das gut gelingen kann, das gibt es dann heute Nachmittag auch noch mal im Fazit, wenn alles zusammengetragen wird. Um wenigstens ein kleines Gefühl der Zusammengehörigkeit zu entwickeln, haben wir die Idee von Selfies geklaut. In der Woche über haben ganz viele von Ihnen uns ihr Selfie geschickt, wie Sie am Schreibtisch, auf dem Sofa mit einer Tasse Kaffee oder Tee an dieser Kulturkonferenz teilgenommen haben. Und wir haben daraus eine riesige Collage bauen lassen und die zeigen wir nachher beim Abschluss. So, damit bin ich am Ende meiner Begrüßung angekommen zu diesem Forum und wünsche Ihnen viel gutes Gelingen dafür, für die halbe Stunde und freue mich, wenn ich möglichst viele von Ihnen dann auch heute Nachmittag zum Fazit ab 14 Uhr wiedersehen kann. Bitte schön, Herr Biesler, it's yours. Danke, Frau Freigang. Ja, die Westfälische Kulturkonferenz, Sie haben es gerade schon gehört, beschäftigt sich mit den öffentlichen Räumen. Wir wollen uns heute mal einen schon von Kultur gestalteten öffentlichen Raum herausgreifen, der hier ist, wo wir auch gerade sind, in Witten nämlich, im Kulturforum. Wir sind jetzt hier im Märkischen Museum in Witten, umgeben von Kunst. Sehen Sie jetzt gerade auf der Kamera nicht, aber haben Sie gerade schon gesehen, dass das Märkische Museum hier natürlich voll ausgestattet ist mit Kunst. Man kann im Augenblick nur rein, wenn man eine Veranstaltung macht, so wie wir hier, aber bald natürlich wieder, darauf hoffen wir alle. Und hier in Witten am Saalbau, also gleich hier um die Ecke in der Nähe, hat die Künstlerin Frauke Dannert ein Kunstwerk in den öffentlichen Raum gesetzt, den öffentlichen Raum damit natürlich auch verändert. Und über diese Veränderungen und Gestaltungen wollen wir reden mit der Künstlerin Frauke Dannert, die hier direkt neben mir sitzt. Tag, Frau Dannert. Mit Peter Ködermann von der Baukultur NRW, der Geschäftsführer, der sich mit Kunst im öffentlichen Raum insgesamt sehr gut auskennt. Hallo, Herr Ködermann. Hallo. Und Jasmin Vogel, die Vorständin des Kulturforums Witten, natürlich beteiligt auch an der Installation von Plateau von der Frauke Dannert, aber insgesamt auch jemand, der über Kultur, öffentlichen Raum, Verhältnis von Kunst und Gesellschaft nochmal ganz neu nachdenkt. Hallo, Frau Vogel. Hallo. Ich habe es gerade schon gesagt, Frau Dannert, das Kunstwerk, über das wir sprechen wollen, das wir zum Ausgangspunkt sozusagen nehmen, nochmal darüber nachzudenken, wie die Funktionen von Kunst und Kultur bei der Gestaltung des öffentlichen Raums eigentlich sein können. Das befindet sich hier in Witten, das haben Sie gestaltet. Wir sehen es gleich auch nochmal im Film, wie es einzeln aussieht. Und es befindet sich auf einem Balkon des Saalbaus. Das ist so ein großes Gebäude, Ende 70er Jahre, Veranstaltungsraum, mehrere Veranstaltungssäle da drin. Davor ein großer Parkplatz, ein öffentlicher Platz auch. Und dieser Raum, über den wir sprechen, ist nicht wirklich ein Balkon, auch wenn das angebaut ist. Es gibt auch eine Treppe herunter. Das heißt, der ist zugänglich, der Balkon, nicht nur von innerhalb des Gebäudes, sondern auch von außerhalb. Was hat Sie an dem Platz besonders gereizt, auch in dieser spezifischen Situation? Man muss sagen, Sie sind in Herdecke geboren, also die Region ist Ihnen hier gar nicht fremd. Sie kannten den Saalbau mutmaßlich auch schon vorher. Eine Architektur, die so ein bisschen eckig ist, ist sie, glaube ich, ganz gut beschrieben. Und Sie haben jetzt auf dem Balkon Ihr Plateau gesetzt. Warum diese Ortswahl? Ja, also der Ort war ja vorgegeben
Das war die Einladung auch von Jasmin Vogel, ganz konkret eben für den Balkon, für den Besucherbalkon, die Besucherterrasse heißt es, glaube ich, eine Arbeit zu entwickeln. Und ja, interessiert hat mich eben, also ohnehin das Gebäude, weil ich auch so in meinem Werk mit Architektur dieser Zeit arbeite und weil es eben auch ein ganz besonderes und spannendes Gebäude ist, was an sich, finde ich, auch schon so den öffentlichen Raum mit thematisiert. Mhm. Also wir haben halt nicht so ein hierarchisches Gebäude, wie man das vielleicht von manchen Theatern oder Museumsbauten kennt, wo man sich so eine große Treppe hocharbeiten muss, sondern es gibt eben diesen großen Vorplatz und die Bürger rutschen eigentlich aus der Bahnhofsnähe direkt ins innere Gebäude, ins Innere des Gebäudes hinein. Es gibt diesen Durchgang zum Park und ja, also es ist eigentlich erstmal sehr einladend gedacht und das nochmal zu aktivieren, das hat mich interessiert. Also die Kultur wird im Saalbau nicht auf den Sockel gestellt, wo man sich erst hocharbeiten muss, sondern ist so ganz in der demokratischen Gesinnung der 70er Jahre, mehr Demokratie wagen, könnte man sagen, ein sehr offener Ort mit einem großen Platz auch davor. Frau Vogel, der Saalbau ist ein Gebäude, das schon sehr lange in Benutzung ist und ich glaube auch der Geschmack ist so ein bisschen darüber hinweggegangen, also sagen wir mal der allgemeine Geschmack. Architekturexpertinnen und Experten können ja gerade der Zeit der 70er Jahre unheimlich viel abgewinnen, aber so ein bisschen sperrig in der Meinung der, des großen Teils der Gesellschaft ist das Gebäude wahrscheinlich schon. Wenn Sie jetzt sich entscheiden, hier an der Stelle natürlich auch irgendwie ein wichtiges kulturelles Gebäude, so einen neuen Akzent zu setzen, was ist da der Hintergrund? Was verbinden Sie damit für Hoffnung? Ja, wenn wir von mehr Demokratie wagen sprechen, auch die Aushandlung genau von solchen Orten für die Zukunft. Also die Gesellschaft ist ja jetzt eine andere als in der Zeit, wofür dieses Gebäude entwickelt wurde. Und wie schaffen wir es? Und da finde ich halt die Mittel der künstlerischen Praxis immer am spannendsten, genau über diese sehr kollaborative Form in einen neuen Inhalt zu kommen. Und natürlich auch die Frage, wie baut man später so ein Gebäude vielleicht auch mal um? Was braucht es da in Zukunft? Und wovon wir, glaube ich, wegkommen müssen, sind diese 10-Jahres-Masterpläne. Man entwickelt etwas, 10 Jahre später baut man es und dann ist es irgendwie schon wieder aus der Zeit gekommen. Wir müssen uns dem, glaube ich, anders nähern. So, wenn wir diesen Ort inhaltlich und auch architektonisch neu denken, dann müssen wir das auch schon genau mit diesen urkünstlerischen Prinzipien der Kollaboration tun. Und Frau Kodannert, die einen sehr ganzheitlichen Blick hat und vor allem auch einen sehr empathischen Blick auf das Gebäude und auch auf, glaube ich, auf die Gesellschaft, mit der wir in Witten zu tun haben am Ende, hat das, glaube ich, gut übersetzt in so eine neue Form. Und es ist am Ende ein Auftakt. Erproben. Am Ende ist es ein Reallabor. Darüber reden doch jetzt immer alle. Warum nicht das auch mal architektonisch übersetzen? Herr Ködermann, Reallabor, Kunst im öffentlichen Raum. Frau Vogel denkt das jetzt zusammen, Frau Dannert auch. In der Vergangenheit ist es eigentlich eher so gewesen, dass man was fertig gebaut hat und dann hat man irgendwas da reingesetzt, künstlerisch. Hat sich da die Rolle der Künste verändert? Wenn das ein Labor ist, dann muss man ja sagen, das ist nicht etwas Statisches, Ewiges. Und das ist ja eher was wir mit der Kunst verbinden. Also die Bronze, die vielleicht für einen ganz anderen Zusammenhang gedacht wurde oder fürs Museum gedacht wurde, die stellt man in den öffentlichen Raum, um den Platz irgendwie zu schmücken, vielleicht könnte man sagen. Was die Frau Dannert macht, wir sehen es ja gleich auch, was sie da macht, nämlich so ein Plateau, auf dem man auch rumlaufen kann, hat mit Schmuck ja wenig zu tun. Ist das typisch für das, was wir im Augenblick gerade erleben, dass die Rolle der Kunst im öffentlichen Raum sich radikal ändert? Also in dem historischen Sinn würde ich es genau umgekehrt darstellen. Es ist schwer, Architektur von Kunst zu trennen. Das ist eine Frage der Perspektive und der historischen Leitlinie. Was wir in den letzten Jahren vielleicht so ein wenig verloren haben, ist das Empfinden für Räume. Und was wir im Moment durch verschiedene Situationen, zum Beispiel die Pandemie im letzten Jahr, feststellen, dass Räume plötzlich ganz andere Wertschätzungen wieder erlangen, als man es vorher vielleicht gedacht hätte. Und in dem Fall besonders der öffentliche Raum. Wir haben alle bemerkt, wie schwer es ist, nicht den öffentlichen Raum nutzen zu dürfen. Und wir bemerken alle, welche Qualität eigentlich darin steht. Das Problem, oder es gibt schon eine Entwicklung, die wir aus baukultureller Sicht als schwierig empfinden. Das ist die, dass die Separiertheit von Kunst und von Architektur eigentlich auch so, ja, behandelt wird. Obwohl wir glauben, dass wir gerade
bezüglich der Fragestellungen an Architektur wirklich an einem Anfang stehen. Die richtet sich vollkommen neu aus. Die Kunst selbst ist in ständiger Verwandlung und es wäre fahrlässig, das nicht beides zusammen zu denken, weil letztendlich ist es ein wirkliches Positivum, das sich daraus entwickeln kann. Frauke Dannert hat das zusammen gedacht, Kunst und Architektur. Wir werden das jetzt gleich im Film auch sehen, wie die Kunst Bezug nimmt auf die Architektur und gleichzeitig die Architektur verändert. Also es ist natürlich eine Beziehung in beide Richtungen. Es tanzt dabei Yurika Yamamoto. Daran sieht man dann auch schon, dass man diese Plastik im öffentlichen Raum benutzen kann. Wir schauen mal drauf. Das Kunstwerk Plateau von Frauke Dannert haben wir hier gerade aus verschiedensten Perspektiven gesehen. Und das war natürlich jetzt nochmal besonders schön, fand ich, das mit der Kamera aufgenommen zu sehen. Denn da hat man gleich am Anfang eigentlich das ganze Gebäude ausgeblendet. Man sieht noch die Gläser im Hintergrund. Aber ansonsten weiß man zunächst mal gar nicht in dieser Zweidimensionalität des Films, wie man sich eigentlich da drin bewegt und was das eigentlich genau ist. Das erkennt man am Anfang gar nicht. Das finde ich eine interessante Perspektive darauf, weil ich glaube, dass das auch was mit der Arbeit zu tun hat. Also es ist im Grunde eine ganz starke Veränderung des Raumes und wenn ich mir Ihre Farbwahl angucke, dann weicht die ja auch stark ab von dem, was man in der Architektur normalerweise verwendet. Also es ist so eine Verschiebung der Wahrnehmung, die Sie da auch beabsichtigen, dass man sich plötzlich in etwas befindet, von dem man auch nicht ganz genau weiß, was es eigentlich ist. Ist das richtig gedacht? Ja, durchaus. Also ist auf jeden Fall, also die Farben jetzt nochmal, um darauf einzugehen, die sind so gewählt, dass es sich natürlich auch erstmal absetzt, also extrem von diesem Betonbau und dass es eben auch leuchtet und dass es eben auch aus der Ferne von oben sichtbar ist. Und ja, und durchaus auch etwas, also es sind auch Farben, die ich benutzt habe vorher in meinem Werk, also die da halt irgendwie auch so ein bisschen was zitieren und auch vielleicht ein bisschen was Gemütliches haben oder ja.
Einladendes vielleicht, so ein Sonnengelb so, ne? Und das Blau erinnert ja auch an Wasser, also es ist fast wie so eine Strandsituation, könnte man sich auch vorstellen, jedenfalls was man am Saalbau in der Mitte einer mittelgroßen Stadt im Ruhrgebiet oder südlich am Rand des Ruhrgebiets nicht unbedingt erwarten würde, ne? Sie enttäuschen Erwartungen eigentlich. Ja, vielleicht. Ich hoffe nicht, dass es enttäuschend ist, aber ja. Aber das ist ja schon ein Mittel, Herr Ködermann, oder? Dass das Kunst was anderes macht als Architektur und Freiraumplanung, das hat man hier eigentlich ganz schön gesehen. Gar nicht, dass Architekten und Freiraumplaner viele Sachen nicht könnten oder so, das will ich gar nicht sagen, die können auch ganz tolle Sachen, aber dass man mal aus dem auch baurechtlich notwendigen so ein bisschen heraustritt, dass man so eine Art von Raumverschiebung hat, das kann dann eben nur die Kunst, ne? Also es besitzt so einen riesigen Benefit. Letztendlich ist Architektur ja die Raumerstellung. So, und wie der Raum genutzt wird, das verändert sich fortwährend. So, und die Frage, wie ich einen Raum mit thematisiere, kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit funktionieren. Es ist nicht nur die reine die Umrahmung des Raumes, sondern es ist auch die Nutzung des Raumes. Und vor dem Hintergrund ist es spannend. Es kann sogar so spannend sein, dass Kunst an einem Moment mit in Planung hineinkommt, wo der Raum noch nicht entstanden ist. Mhm. Ist eine riesige Chance, mal über die Tellerränder, sage ich mal, sowohl der Architektur als auch über die Verbindung von Raum und Kunst beim Künstler nachzudenken. Ich glaube, dass sich beides befruchtet und nicht nur in der Frage, wie man es nutzt dann in der Stadt, sondern ich glaube, dass es sowohl den Architekten, den Stadtplanern als auch den Künstlern gut tut, da gemeinschaftlich darüber nachzudenken, was für Räume wir denn zukünftig wirklich wollen. Frau Vogel nickt ganz heftig. Das sind andere Herangehensweisen wahrscheinlich bei Künstlern und bei Architekten, wobei Architekten ja auch Künstler sein können, nicht unbedingt sein müssen, aber auch Künstler sein können, sind andere Herangehensweisen. Der Architekt, ich weiß nicht, denkt wahrscheinlich eher, ich brauche ein Dach und das muss dicht sein und wie sollen die Räume aussehen, was für ein Raumgefühl hätte ich da gerne, und Künstler schießen dann auch mal quer dazu und Künstlerinnen, oder was ist das Spannende daran? Na, das Spannende ist, dass wir es ja generell, glaube ich, in einer Wissensgesellschaft mit anderen Denkstrukturen zu tun haben. Also wir fangen ja jetzt gerade an, in Netzwerken zu denken und zu arbeiten. Und das manifestiert sich ja dann auch genau in solchen Formen der Laborsituation, nenne ich es mal. Und da spielen ja dann eben nicht nur Architekten und Künstler eine Rolle, sondern auch Stadtplanung, Gesellschaft, vielleicht auch Kulturorte, schon als Mittel oder als Hubs, die das Ganze befruchten können. Und das, glaube ich, ist das Spannende, dass wir jetzt auch mit der Krise an solchen Fragestellungen nochmal anders arbeiten können, weil die Zeitläufe sich verändert haben. Wir merken, dass wir viel schneller agieren können, als wir das vorher gedacht hätten. Und das ermöglicht, glaube ich, gerade im Bereich der Stadtplanung und auch des sozialen oder des öffentlichen Raums als soziale Vereinbarung für die Konflikte, die ja jetzt auch in Zukunft noch auf uns zukommen werden, extrem spannende Möglichkeitsräume. Und gerade dann braucht es, glaube ich, auch Künstler oder Künstlerinnen wie Frauke Dannert, die so einen extrem empathischen und ganzheitlichen Blick auch darauf haben. Wenn man sich angeguckt hat, wie Yurika Yamamoto da gerade getanzt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass Ihnen das auch ganz besonders gut gefallen hat, weil Sie ja auf den Saalbau damit auch nochmal ein neues Licht werfen wollen. Und die hat sich ja an der Fassade des Saalbaus sozusagen geradezu angeschmiegt, als sei das eine Architektur, die man vielleicht auch ein bisschen lieb haben kann, oder? Ja, das muss man sich mal reinziehen. Das ist ein Gebäude, das steht mitten in Witten, viel zu groß geplant. Als ich da reingekommen bin, habe ich gesagt, huch, das ist ja wie das HKW in Berlin. Und es macht einem schwer und dann auch wieder leicht. Und es hat einfach eine Qualität. Das macht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und diese Freude an der Auseinandersetzung, ich glaube, das wird in der Kunstinstallation deutlich, aber dann auch in der Performance. Mhm. Es ist diese Freude an diesem Sperrigen. Es muss ja nicht immer alles schön sein. Man darf ja auch sich reiben. Ja, das wäre jetzt die Frage an Frauke Dannert, was sie sich eigentlich vorgestellt hat, was da möglicherweise passieren soll. Sie haben zu Recht den Kopf in den Wolken, Sie müssen sich auch nicht Gedanken darüber machen, wer da jetzt wo wann sitzt oder so, das machen Architekten normalerweise, sich diese Gedanken, sondern Sie dürfen, wie Sie das hier gemacht haben, auch einfach etwas auf die Terrasse gießen und dann mal gucken, was passiert. Das ist ja das Schöne an der Kunst, das hat Frau Vogel auch mit der Laborsituation betont, aber irgendwas wird es in Ihrem Kopf gegeben haben, wo Sie sich gedacht haben, ich mache da so ein Podest hin, das hat ja auch ungefähr Sitzhöhe, das lädt ja sozusagen ein dazu. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Genau, also es gibt jetzt kein festes Programm, was ich Keine Benutzungsanleitung. Keine Benutzungsanleitung.
Aber die Idee war eben schon, oder so vage Bilder in meinem Kopf, dass da sowas stattfindet, wie ja, dass Leute halt da sitzen und verweilen, dass die einfach die Treppe hochgehen, diese Außentreppe, worüber es zugänglich ist, aber eben auch dann in den Pausen von dem Programm des Saalbaus rausgehen können. Es ist auch direkt vor dieser Besucherterrasse gibt es auch so eine kleine Bar. Und ja, ich glaube, ich hab in meinem inneren Geiste kühle Getränke ausgeschenkt. Und deswegen die Strandfarben auch, ja. Ja, vielleicht. Ja, oder Filme könnten dort auch gescreent werden und Konzerte. Ja, also eben so ein Teil einfach auch des Programms von innen nochmal nach außen zu verlagern und vielleicht auch nochmal ein kleineres Format zu schaffen, wo vielleicht auch nochmal so ein Austausch stattfinden kann, vielleicht auch zwischen den Besuchern und den Künstlern. Sie arbeiten sonst ja oft auch in Innenräumen. Der Außenraum ist nicht so die Hauptspielfläche von Frauke Dannert. Das ist jetzt hier tatsächlich was, wo Sie aber noch mal intensiver auch darüber nachdenken mussten. Ne? Also wenn man sich Ihre sonstigen Arbeiten anguckt, die sind oft ganz groß und gestalten den ganzen Innenraum von Museen, aber auch zum Beispiel von der Kirche in Düsseldorf, wo Sie mit grafischen Strukturen arbeiten, den Raum vollständig verändern. Aber wenn man hier außen arbeitet, muss man auch noch bedenken, was für Material eignet sich da eigentlich und wie kann das vielleicht kaputt gehen und so. Das sind Gedanken, die man sich auch machen muss. Ja, genau, das sind dann nochmal so andere Herausforderungen. Und natürlich auch erstmal einen Raum zu definieren. Also das ist vielleicht auch was, also im Innenraum habe ich auch gleich die Wände und die Decken mit. Also es wird ummantelt und ich habe dann nochmal so einen anderen Spielraum. Im Außenraum, also auf so einer Terrasse, gibt es ja erstmal eben den Boden, die Bodenfläche und deshalb eben auch dann nochmal über die Fassade, über das Glas und die Folien, die Farbfolien, die ich aufgebracht habe, da auch nochmal den Versuch, ja, das mehr zum Raum zu machen. Und ja. Wir haben jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, wie Kunst bei der Gestaltung, das ist ja auch das Thema der Kulturkonferenz insgesamt, wie Kunst bei der Gestaltung städtischer Räume und man muss ja eigentlich noch einen Schritt weitergehen, vielleicht sagen städtischen Lebens, also des Zusammenlebens insgesamt irgendwie mithelfen kann. Mir ist da gerade der Gedanke gekommen, da frage ich jetzt einfach mal Sie beide als Fachleute auch für solche Entwicklungen, ist das im Grunde das, was ganz oft stattfindet, wenn Kunst so sich die eigenen Räume gestaltet? Also wir erleben ja oft, dass Künstlerinnen und Künstler sich die Mieten in zum Beispiel Ateliermieten oder sowas in Innenstadtlagen oder so nicht leisten können. Die sind dann meistens da, wo die Stadt noch ein bisschen rauer ist, ein bisschen ungeschliffener, auf irgendwelchen alten Industriegeländen. Und diese Gelände, die bekommen ja dann durch das Wirken von Künstlerinnen und Künstlern offensichtlich eine sehr, sehr große Attraktivität. Denn der nächste Schritt ist meistens der, dass dann die Wohlhabenden in diese Räume ziehen, weil das irgendwie interessant ist und weil da was los ist und was passiert. Müssen wir im Grunde das vielleicht eher umgekehrt denken, städtebaulich, also Künstlerinnen und Künstler in die Innenstädte holen und da, wo die Räume irgendwie, sag mal, mehr oder weniger fertig sind, um sie ein bisschen unfertiger und ein bisschen spannender zu machen? Also das macht natürlich immer Sinn. Die Auseinandersetzung mit Kunst macht an sich Sinn, als erstes. Als zweites, inwieweit es Motor ist oder Impuls ist, ich würde es mir nicht anmaßen zu sagen. Also man könnte im Ruhrgebiet über das Thema Industriekultur nachdenken, Begriff, der in den 80ern noch keine Rolle gespielt hat und in den 90ern regelrecht auch von Künstlerseite entdeckt wurde, bespielt wurde als spannender Raum. Ich könnte aber ein ganz anderes Beispiel auch mitbringen, wo ich sagen könnte, das ist eine ganz andere Form von Kunst. Ich sage jetzt mal Christo Jean-Claude 1995, Verhüllung des Reichstags. Ich meine, welche Diskussionen sind daraus entbrannt, aus einer einfachen, wenn man so will, Versteckaktion, die aber viel mehr herausgeholt hat, als man gemeinhin glaubt. Die Diskussion über das Gebäude, über die Funktion, über die Geschichte, über die Kunst, was darf Kunst? Eine riesige Diskussion und da konnte man, wie ich finde, jetzt in einem anderen Zusammenhang an einem Punkt, nicht nur in einem industriekulturellen Zusammenhang, sondern an einem Punkt mal feststellen, wie solche vielen Bedeutungsebenen zusammenkommen und welchen Sinn es macht, darüber zu denken. Und deswegen finde ich es sehr spannend, auch mit Gebäuden der Nachkriegsmoderne,
einer Zeit, in der sehr viel geforscht und sehr viel entwickelt wurde, um Architektur für den modernen Menschen neu zu denken, auch wenn das aus heutiger Sicht uns nicht mehr ganz so klar ist, dass das eine Form von Umnutzung einfach findet, weil wir werden in Zukunft im Rahmen von Umnutzungskulturen ganz anders denken müssen. Flächen sind endlich in den Städten. Funktionen werden immer vielfältiger. Das bedeutet, es gibt neue Interessen und dann zu überlegen, wie man mit gegebenen Räumen in einer ganz anderen Art und Weise umgehen kann, zum Beispiel in der künstlerischen, ist eine Grundbedingung, wenn wir uns zukünftig unsere Städte lebendiger denken wollen. Deswegen in dem Sinne, ich sehe das weniger in der Gentrifizierungsebene. Da ist es mal günstig und dann kommt der Künstler und dann wird es spannend und dann wird es schöner oder hip. Ich glaube nicht, dass das so einfach zu setzen ist. Ich würde lieber sagen, wie interessant es eben ist, wenn man es dann macht. Also was dann passiert, ob es diskursiv ist, ob es schön, von mir aus auch schön, ist aber nur eine Ebene, bestimmt nicht die bedeutendste, sondern allein die Sensibilisierung dafür, dass was gänzlich anderes geht, dass man die Funktion eines Gebäudes hinterfragt, die Räume hinterfragt, dass man wieder zuführt und man sagt, bleib mal einen Moment stehen, gib dir eine Atempause. Das finde ich faszinierend an der Idee. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange jetzt geredet. Alles auf den Punkt gebracht. Ich denke, Kunst ist ja häufig Wegbereiter und eröffnet Denk- und Möglichkeitsräume, die vorher so nicht da waren und nicht vorstellbar waren. Trotzdem würde ich da gerne die Perspektive erweitern. Ich würde es nicht auf Künstler oder Künstlerinnen nur fokussieren wollen, sondern auch noch andere Gruppen durchaus in den Blick nehmen. Und die Frage ist, wie kann man andere Gruppen auch ermächtigen, mit Mitteln der künstlerischen Praxis eine Ausdrucksform zu finden? Ich muss jetzt leider das Beispiel wieder Kinder und Jugendliche nehmen. Wenn wir über die Innenstadt sprechen, werden wir in Zukunft darüber sprechen müssen, wie funktioniert die klassische Einkaufsstraße, die dann nicht mehr da sein wird, genau vielleicht auch für solch eine Gruppe. Auch das wird ein Künstler oder eine Künstlerin nicht alleine definieren können, sondern das muss meiner Ansicht nach im Zusammenspiel mit den Gruppen, die dann hinterher die Zukunft auch gestalten sollen, erarbeitet werden. Und da kann Kunst ein Mittel von vielen auch sein. Also man darf es auch nicht überfrachten, zu sagen, jetzt laden wir alle Künstlerinnen und Künstler ein und schon ist die Innenstadt, alles ist wieder tutti und wir sind alle wieder happy. Das funktioniert, glaube ich, so auch nicht, sondern es ist dieses Erlernen von solchen Verhandlungsprozessen auch. Das muss ja eine Stadtverwaltung bereit sein zuzulassen, das muss eine Gesellschaft oder die Bürger und Bürgerinnen, eine Standortgemeinschaft muss auch sagen, ja, das will ich vielleicht auch, weil ich noch meine 2, 3 Geschäfte hier habe oder auch eine Universität, die vielleicht vor Ort ist. Also ich glaube, dieser ganzheitliche Angang ist dabei entscheidend und auch eine ganzheitliche Perspektive, die aber, und das ist, glaube ich, der Unterschied zu den 90ern, Stichwort Industriekultur, wir in kürzeren Abständen denken müssen. Wir müssen schnell anfangen, dann in Richtung Prototyping, wie probieren wir schnell Dinge aus, lernen raus und verändern es dann auch wieder. Also weg von den Masterplänen hin zum Erproben und dann auch tatsächlich, wir reden schon lange von Partizipation, das auch mal wirklich zu leben und nicht nur davon zu reden. Aber das heißt dann, Kunst und Kultur können da tatsächlich auch ein Motor sein, um einen städtischen Transformationsprozess, der ohnehin ja mehr oder weniger ansteht. Also gucken wir jetzt gerade in die Innenstädte, dass die Digitalisierung und die Schwierigkeiten des Einzelhandels da jetzt natürlich nochmal extrem beschleunigt wurden, dass der Verkehr sich verändert, dass sich aber auch die Gesellschaftsstrukturen ganz stark verändern. Also die Gesellschaft ist längst nicht mehr so biodeutsch, wie wir das vor 20 Jahren vielleicht noch hätten behaupten können, weil man dann auch bestimmte Bereiche einfach gar nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte. Also jetzt entsteht ja viel mehr Bewusstsein dafür, was Gesellschaft eigentlich ist. Und da kann Kunst und Kultur ein Motor sein, auch zum Beispiel solche Konfliktsituationen konstruktiv aufzuheben, indem man ja Erfahrungsmöglichkeiten vielleicht einfach zur Verfügung stellt. Frau Dannert, wie sehen Sie sich da in der gesellschaftlichen Rolle? Ich glaube nicht, dass wir jetzt so die Lösung direkt liefern. Das darf man, glaube ich, nicht an die Kunst herantragen. Also entscheidend ist doch erstmal, dass man also ein Gespräch eröffnet und so eine Diskussion aufbringt und vielleicht so einen Ort erstmal aktiviert und dass dann im nächsten Schritt vielleicht was passiert. Und ich denke, das ist schon möglich, also durch Kunst und unterschiedliche Projekte eben auch, also temporäre Geschichten und aber durchaus auch, indem man halt Kunst anbringt, also auf die Dauer. Montiert sozusagen, so wie Sie das jetzt haben. Ja, oder eben auch mit der Architektur, mit dem Raum verbindet oder eben auch mit dem Stadtraum. Aber es ist schon auch eine Veränderung im Denken, oder? Also man muss ein bisschen mutiger sein und sagen, wir wollen jetzt nicht
auch von Seiten der Verwaltung oder der Politik, wir wollen nicht die Entwicklung selber bestimmen und kontrollieren, sondern so wie ich jetzt verstanden habe, wenn man Künstlerinnen und Künstler ranlässt und auch mit Bevölkerungsgruppen arbeiten lässt, muss man ein Stückchen auch von der Kontrolle aus der Hand geben, oder? Da gibt es bestimmt auch verschiedene Gewichtungen, die man mit kalkulieren kann. Aber spannend ist doch dabei, wenn Begriffe wie Reallabor zum Beispiel fallen, dass man zunächst mal sich überlegt, was denn ein Dialograum, ich nenne es mal so, was denn ein Dialograum überhaupt ist und wer daran teilhaben und wer den mitgestalten kann. Und da gibt es eine klare Rolle auch für Künstler, aber auch für Anwohner, für Leute mit Ideen, für Investoren in unterschiedlichster Form. Und ich glaube nicht, dass es ist kein Zusatz, es ist nicht etwas gänzlich Neues, sondern der Prozess verändert sich einfach. Es gibt auch niemand etwas ab, sondern es funktioniert oder es kann funktionieren in einem neuen Gefüge. Es gibt eine Menge Projekte, die im Moment auch mit angelaufen sind. Ich nenne mal Stadt Aachen, die explizit für solche Ideen ja auch einen Preis bekommen haben, gerade in letzter Woche, glaube ich, die mal zeigen, dass es geht. Also ohne, dass sich die Aufwände, wer weiß, wie verändern müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Für mich persönlich ist es wichtig, auch Politik entdeckt das wieder. Also es gab früher in Nordrhein-Westfalen dieses Programm Kunst am Bau, das eigentlich ursprünglich mal eine Förderung von Künstlern in den Nachkriegszeiten gewesen ist, nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, was sich in den 50er, 60er Jahren gewaltig verselbstständigt hat und vieles Neues gebracht hat. Und im Moment ist man dabei, oder das weiß ich, dass drei Ministerien überlegen, inwieweit man Kunst und Bau zum Beispiel wieder verpflichtend für das staatliche Bauen in Nordrhein-Westfalen durchsetzt. Und das zeigt ja, dass sich da auch da die Wertschätzung Künstlern gegenüber, dem Begriff und den Prozessen gegenüber sehr verändert, zum Glück zum Positiven. Wir sind schon eigentlich mit unserer Zeit. Das geht immer wahnsinnig schnell. Frau Vogel, trotzdem an Sie noch die Frage, wenn sowas grundsätzlich sozusagen selbstverständlich wäre, dass man das immer macht, das würde wahrscheinlich Ihrem Konzept von Kunst und Gesellschaft und dem Verhältnis zueinander ziemlich entsprechen. Total. Allerdings möchte ich noch eine Frage da aufmachen. Müssen wir dann nicht auch mal über unser Kulturverständnis und über unseren Kunstkanon sprechen? Weil auch Kunst am Bau hat ja auch eine gewisse Ausprägung. Wenn ich mir allein die Kunst bei uns im öffentlichen Raum auch anschaue, ist sie doch sehr dominiert von gewissen Künstlergruppen. Und ich glaube, das ist die nächste Frage. Wenn wir in einer offenen Gesellschaft leben, müssen wir dann nicht auch noch mal an den Kanon ran? Gerade wenn es um Kunst im öffentlichen Raum und der Rolle von künstlerischer Praxis auch geht. Ja, kann auch ein ganz konstruktiver Konflikt werden, das Ganze, wo sich die Gesellschaft dann doch mit Gewinn herausbewegt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Forum hier auf der Westfälischen Kulturkonferenz. Frauke Dannert, die Künstlerin der Arbeit Plateau, die wir gerade gesehen haben, Peter Ködermann von der Baukultur Nordrhein-Westfalen und Jasmin Vogel, die Vorständin des Kulturforums Witten. Ja, vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Damit ist das letzte Forum der Kulturkonferenz abgeschlossen, aber heute gibt es noch die große Zusammenfassung mit den Ergebnissen aus allen Foren. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein, um 14 Uhr in diesem Stream wieder dabei zu sein. Vielen Dank.